Shri Brahma Samhita, Vers 1. Ishvara Parama Krishna Satchit Ananda Vigraha Anadiradir Govinda Sarva Karana Karanam. Krishna, den man als Govinda kennt, ist die höchste Gottheit. Er hat einen ewigen, glückseligen spirituellen Körper. Er ist der Ursprung aller Dinge. Er selbst hat keinen Ursprung, und er ist die erste Ursache aller Ursachen. Erläuterung: Krishna, der einen ewigen Namen, eine ewige Gestalt, ewige Eigenschaften und ewige Spiele hat, ist das erhabene höchste Wesen. Schon der Name Krishna deutet auf seine durch allanziehende Liebe gekennzeichnete Natur hin und ist der ewige Name des höchsten Herrn. Krishna, dessen schöner himmelblau getönter ewiger Körper mit der Intensität ewiglich bestehenden Wissens erstrahlt, hält eine Flöte in den Händen. Obwohl er der höchste Herrscher ist, behält er durch seine unbegreifliche, alldurchdringende spirituelle Energie die bezaubernde Gestalt eines Jünglings von mittlerer Größe bei, ausgestattet mit transzendentalen Sinnen. Zeitlose Allgegenwart, unermessliches Wissen und berauschende Glückseligkeit sind harmonisch in ihm vereinigt. Der in der Welt manifestierte Teil seines Selbst ist als der alldurchdringende Paramatma, in Klammer die Überseele, Ishvara, der übergeordnete Herr, oder Vishnu, der Allversorgende, bekannt. Wenngleich seine transzendentalen Sinne und Eigenschaften, Kraft seiner unfassbaren Energie, voneinander getrennt existieren, sind sie in seiner unvergleichlich schönen, spirituellen Gestalt perfekt miteinander verbunden. Diese liebliche, spirituelle Gestalt ist mit Krishna identisch, und das spirituelle Wesen Krishna ist mit seiner Gestalt identisch. Shri Krishnas Vigraha, Gestalt, ist die personifizierte Essenz von Ewigkeit, Saat, Bewusstsein, Chit und Glückseligkeit, Ananda. Das unpersönliche Brahman, das nicht mehr ist als ein verschwommener Abglanz von bewusster Glückseligkeit, ist nur die körperliche Ausstrahlung von Shri Krishnas Sat Chit Ananda Vigraha. Und auch der Paramatma, der im Herzen aller Lebewesen weilt und als kosmischer Zeuge fungiert, ist bloß eine Teilemanation jener höchsten absoluten Wahrheit, Shri Krishna. Krishna, wie er in seinen vielfältigen Spielen in seiner wahren Gestalt sichtbar wird, unter anderem als Besitzer transzendentaler Kühe, Oberhaupt der Kuhhirten, Geliebter der Milchmägde, Herrscher des irdischen Reiches Gokula und Verehrungsobjekt der transzendentalen, in Goloka wohnenden Schönheiten, ist Govinda. Fußnote 1. Gokula, heiliger Ort in Indien, an dem Krishna erschien. Fußnote 2. Goloka, Name für den innersten Bereich der spirituellen Welt, auch Krishna Loka genannt. Er ist die Ursache aller Ursachen, das heißt, sowohl der prädominierenden als auch der prädominierten Kräfte des Universums. Der Blick seines projizierten fragmentarischen Teils im heiligen Wasser allen Ursprungs, also der Blick der persönlichen Überseele Paramatma, bringt eine sekundäre Energie hervor, die materielle Natur, die unser materielles Universum erschafft. Die individuellen Seelen wiederum
gehen aus der marginalen Energie der Überseele hervor, ähnlich wie die Sonnenstrahlen von der Sonne ausgehen. Dieses Buch ist eine Abhandlung über Krishna und so beginnt die Präambel mit dem Chanten seines Namens.